verspricht, zerspringt die Nacht, wann wird es Licht? Wann kommt der Himmel in Sicht? Wann ist der Himmelsleid? Beginnt bei uns Gerechtigkeit, wird Arm und Reich Vergangenheit. Wann ist der Himmel es leid? Wann ist der Himmel es leid? Wann kommt der Himmel in Gang? Brennt unter uns mit Frieden an, verdammt den Tod zum Untergang. Wann kommt der Himmel in Gang? Wann kommt der Himmel in Gang? Wann kommt der Himmel in See? Bricht an der Tag, der Glück verspricht, zerspringt die Nacht, wann wird es Licht? Wann kommt der Himmel in Sicht? 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 Dezemberpsalm. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal einen Fluss entlang. Jesus kommt. Ich gehe völlig anders. Ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren. Mach dich fein, Jesus kommt. Schmück dein Gesicht, schmücke dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt. Alles wird gut. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Die Schätzung. Lange Wege, mühsame Schritte, Prozessionen des Gehorsams, um der Schätzung willen, um des Kaisers willen. Jeder geht dorthin, wohin er gehört, kehrt zu seinem Ursprung zurück, zu seines Vaters Haus, in den Schoß der Familie. Die Einschätzung vor Ort geschieht ohne Mogeleien, ohne Wenn und Aber, weil der Herr Kaiser es so befahl. Unter Palmen und Maulbeerbäumen ziehen sie ihre Straßen, die später unser Herr gegangen. Unter sengender Sonne, angewiesen auf die Freundlichkeit derer, die schon zu Hause sind.
durch die Städte ziehen sie und kleine Flecken, durch Dörfer und halten an Brunnen, um vom frischen Wasser zu trinken. Und fürchten kein Unheil, so beten sie mit dem Psalmisten, denn du bist bei mir, Herr und Hirte, dein Stecken und Stab trösten mich. Davids Psalm begleitet sie auf all ihren Wegen, gesungen, geschwiegen, gebetet aus ihres Herzens Grunde, mit wunden Füßen, ein jeder in seine Stadt. Sich nicht ausverkauft, kein frommer Wunsch in unseren Ohren bleibt. Wo der Glaube sich nicht ausverkauft, kein frommer Wunsch in unseren Ohren bleibt. Wird der Himmel nicht, der Himmel nicht zur Hölle fahren, wird der Himmel nicht zur Hölle fahren, er bahnt sich unter uns an. Wo die Liebe einen Nächsten findet, sich selbst verlässt, in Gottes Wegen gründet. Wo die Liebe einen Nächsten findet, sich selbst verlässt, in Gottes Wegen gründet. Wird der Himmel nicht, der Himmel nicht zur Hölle fahren. Wird der Himmel nicht zur Hölle fahren, er bahnt sich unter uns an.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Aufbruch. Über den staubigen Straßen glänzt der Himmel, golden die Verheißung für alle Welt. Der Engel aus dem All reicht die unfassbare Botschaft an Josef, den Zimmermann, weiter, der sie empfängt wie ein Bischof, offen für Engelboten, für Nachtträume, die den Tag bestimmen, für Gedanken über das Denken hinaus, für Gottes Geist, der Hand und Fuß bekommt und ein Gesicht. Maria aber bewegt die Engelbotschaften in ihrem Herzen, drückt den Stern Davids an ihre Brust, denn in ihr hat Gottes Geist einen weiten Raum bekommen. Seit 9 Monaten wächst und reift er in ihr, nicht zu übersehen, nicht wegzureden seit Jahrtausenden. Die Flügel der Engel behüten sie auf ihren Wegen, damit ihr Fuß nicht an einen Stein stoße. Der Weg von Nazareth, der großen Stadt, ohne große Bedeutung, nach Bethlehem, dem kleinen Königsflecken, war David geboren. Von Weltbedeutung. Blindlings anderen vertrauen, wir werden
spielend tauen können wundervoll menschlich sein. Wenn wir werden wie ein Kind, werden wir erst, was wir sind. Wenn wir werden Weihnachtspsalm. Herr, deine Geschenke sind unbezahlbar. Sie sind nicht käuflich. Wir müssen dafür nicht wochenlang sparen, uns in Schulden stürzen, wie man sagt. Wir müssen deine Geschenke nicht verstecken oder auf der Hut sein, dass wir sie vor der Zeit entdecken. Wir müssen damit nicht prunken und andere beschämen. Wir können mit leeren Händen zu dir kommen und gehen mit vollen Händen, einem großen Herz und einem reichen Geist, um in aller Welt zu erzählen, dass du uns wohlhabend gemacht, weil du uns gut getan, weil du uns deinen Sohn aufs Neue geschenkt, der uns das Kreuz als Hoffnung zeigt, das Kreuz als Licht und Stern in der Finsternis, die uns umgibt. Jesus Christus, der sich all seiner Gewalt äußert, niedrig und gering wird, eines Knechts Gestalt annimmt und doch der Schöpfer aller Dinge ist, so singen wir, das Herze Jesulein. Wer könnte von uns freundlicher sein und sich der Liebe wegen allen weltlichen Scheins begeben? Herr, deine Geschenke sind unbezahlbar. Wir danken dir. Bremst seinen Lauf, im Kleinen fängt Gott immer wieder an.
macht das Kleine, Gott macht das Kleine gut. Schon steht, die Dunkelheit zerbricht. Im Kleinen geht uns Großes auf, der Gang der Welt bremst seinen Lauf. Im Kleinen fängt Gott immer wieder leise an, zieht Kreise, bis es jeder spüren kann. Gott macht das Kleine, Gott macht das Kleine groß. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Gottesgeburt. Die Geburt, ein Glücksfall. In dem Auge Gottes, in den Augen von Engeln und Menschen. In der Gloria Gottes, das Kind Jesus, gewickelt als gerade Geborenes, damit die Kälte keine Macht an ihm finde. Doch gewickelt wie balsamiert zur letzten Stunde seines Lebens, jetzt schon in die Krippe gelegt. A und O, Anfang und Ende, reichen hier in der Krippe einander die Hände. Und wer wüsste es nicht, dass der Hahn schon jetzt kräht, am Anfang und am Ende. Und heute? Kein Raum in der Herberge. Alles belegt. Es gibt keine Freiräume für das Gotteskind. Alles belegt, kein Platz für Weissagungen. Alles belegt, keine Herberge für den Retter der Welt. Alles belegt! Stern beschält uns eine stille Nacht.
Gottes Reich liegt noch im Argen, ist unter uns noch nicht vollbracht. In Containern hausen Menschen, Gräben trennen arm und reich. Hoffnung reibt sich auf im Gegenwind, keiner sprengt den Teufelskreis. Gottes Reich liegt noch im Argen, kein Stern beschert uns eine stille Nacht. Gottes Reich liegt noch im Argen, ist unter uns noch nicht vollbracht. An den Grenzen warten Menschen, heimatlos im Niemandsland. Werden hin und her geschoben, niemand nimmt sie an der Hand. Gottes Reich liegt noch im Argen, kein Stern beschert uns eine stille Nacht. Gottes Reich liegt noch im Argen, ist unter uns noch nicht vollbracht. Zäune trennen hier und dort, Ängste lähmen ihre Hände, findet Zukunft keinen Ort. Gottes Reich liegt noch im Argen, kein Stern beschert uns eine stille Nacht. Gottes Reich liegt noch im Argen, ist unter uns noch nicht vollbracht. Gottes Reich liegt noch im Argen, kein Stern beschert uns eine stille Nacht. Gottes Reich liegt noch im Argen, ist unter uns. Bedenkt, dass jetzt um diese Zeit der Mond die Stadt erreicht, für eine kleine Ewigkeit sein Milchgebiss uns zeigt. Bedenkt, dass hinter ihm ein Himmel ist, den man nicht definieren kann. Vielleicht kommt jetzt um diese Zeit ein Mensch dort oben an. Und umgekehrt wird jetzt vielleicht ein Träumer in die Welt gesetzt. Und manche Mutter hat erfahren, dass ihre Kinder nicht die besten waren. Bedenkt auch, dass ihr Wasser habt und Brot, das Unglück auf der Straße droht für die, die weder Tisch noch Stühle haben und mit der Not die Tugend auch begraben.
bedenkt, dass mancher sich betrinkt, weil ihm das Leben nicht gelingt, dass mancher lacht, weil er nicht weinen kann. Dem einen sieht man's an, dem anderen nicht. Bedenkt, wie schnell man oft ein Urteil spricht. Und dass gefoltert wird, das sollt ihr auch bedenken. Gewiss ein heißes Eisen, ich wollte niemand kränken. Doch werden Bajonette jetzt gezählt. Und wenn eins fehlt, es könnte einen Menschen retten, der jetzt um diese Zeit in eurer Mitte sitzt, von Gleichgesinnten noch geschützt. Wenn ihr dies alles wollt bedenken, dann will ich gern den Hut, den ich nicht habe, schwenken. Die Frage ist, sollen wir sie lieben, diese Welt? Sollen wir sie lieben? Ich möchte sagen, wir wollen es üben.
Gottes Stern geht über uns auf. Gottes Stern geht über, Gottes Stern geht über, Gottes Stern geht über uns auf. Gottes Stern geht über, Gottes Stern geht über, Gottes Stern geht über uns auf. Gottes Stern geht über, Gottes Stern geht über, Gottes Stern geht über uns auf. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Engelsbegegnungen. Der Engel des Herrn mit flügelleichten Gedanken, geboren aus dem gütigen Blicken Gottes, Schöpfers Himmels und der Erde, klar und eindeutig, Licht aus Sternenstaub und Lobgesang, menschlich und den Menschen nahe, erscheint den Hirten. Gottes Hauch, da uns die Ewigkeit anweht in der Zeit. Nicht fassbar, niemals zu begreifen, unfassbar für goldene Zeiten, doch so stark, dass Jahrtausende die Botschaft empfangen und bewahren. Gottes Hauch erscheint in unseren Tagen und Nächten. Die Nacht wird zum Tag, wenn die Elemente der Schöpfung mit Engelsgeschwindigkeiten in unsere Herzen fliegen. Die Leuchtkraft wiegt alle Sonnen auf, überstrahlt alle Lichtquellen. Das Energiebündel Gottes, so erleben die Hirten den Engel des Herrn und sie fürchten sich sehr. Die vermummt Schlafenden, die jetzt wachen Hirten ihrer Herde. Ihnen steht der Schrecken im Gesicht geschrieben. So etwas Unbegreifliches haben sie noch nie gehört und gesehen. Und sie waren doch nur Hirten ihrer Herde und arm und sonst nichts. Zum Himmel wird uns ein Kind und was verloren und verlassen, zertreten und zerfallen, wird von seiner Hand gehalten. Und diese Erde wäre Licht, und diese Erde wäre Licht, und diese Erde wäre, Erde wäre Thank you.
zum Himmel wird uns ein Kind. Und was verschlossen und verriegelt, zerrissen und zerschnitten, wird in seiner Hand gehalten. Und diese Erde werde Licht. Und diese Erde werde Licht. Und diese Erde werde, Erde werde Licht. Sie werde Licht. Zum Himmel wird uns ein Mensch. Versteinert und verraten, zertrümmert und zerbrochen, wird in unserer Hand gehalten. Und diese Erde werde Licht. Und diese Erde werde Licht. Und diese Erde werde, Erde werde Licht. Sie werde Licht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Lobgesang. Der Himmel neigt sich zur Erde. Gottes Zuneigung zu den Menschen, wie ein Teppich aus Gold gewirkt, gleitet er herab zu uns. Eine Hand, die sich zu uns herunterbeugt, um uns zu halten, um uns aufzufangen, um uns zu führen durch die Zeiten. Durchwirkt der Himmel von unzähligen Lobgesängen, die auf uns zuschweben in den Spiralschöpfungen der Welt, die nicht immer von unserer Welt sind. Im Lobgesang der Engel begegnen sich die Stimmen aus dem All mit denen auf der Erde. Jeder Gesang durchbricht die Schwere der Erde und jede Stimme berührt den Himmel. Und manchmal verbinden sich die Gesänge aus dem Diesseits mit dem Jenseits zur Ehre Gottes, damit Friede werde auf Erden bei allen Menschen, die den Segen Gottes empfangen. Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr beim Propheten Jesaja. Ich will sie alle heilen.
streiten. Du bist den Trauernden der Trost. Und wenn wir nicht weiter wissen, bist du der Horizont. Ehre sei Gott und Friede den Menschen, Friede auf Erden, Himmelwärts. Ehre sei Gott und Friede den Menschen, Friede auf Erden, Himmelwärts, Himmelwärts, Himmelwärts. Himmelwärts, 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 Himmelwärts. Mein Schutzengel, eine fast unglaubliche Geschichte von Hans-Dieter Hüsch. Ich habe seit einiger Zeit das Gefühl, dass ich einen Leibwächter habe. Ich weiß es noch nicht genau, nicht, dass ich um mein Leben fürchte, nee, aber als ich den lieben Gott, den ich vor ein paar Wochen wieder mal in Dienst lag, in unserem Stehbistro in der Neustraße gegenüber Rebe traf, als ich dem lieben Gott davon erzählte, sagte er nur: Kann möglich sein. Ich habe im Moment den Überblick nicht. Könnte es ein Schutzengel sein, fragte ich. Nein, nein, sagte der liebe Gott, auf die Gefahr hin, dass ich lüge. Aber das wüsste ich. Dann hätte Petrus was gesagt. Die Sache kann aber auch liegen geblieben sein, sagte er dann. Wir sind ziemlich überlastet, verstehst du? Ja, natürlich, sagte ich. Das kenne ich. Wie benimmt er sich denn, fragte der liebe Gott. Och, sagte ich, eigentlich ganz manierlich. Manchmal ist er wieder ein Detektiv hinter mir her, versteckt sich, aber bleibt immer hinter mir, überquert die Straße, geht auf gleicher Höhe auf der anderen Seite weiter, beobachtet mich durch die Schaufensterecke, bleibt stehen, wenn ich stehen bleibe, tut aber immer ganz unauffällig. Also wie im Krimi, sagte der liebe Gott. Genau, sagte ich, genau. Das hat er bei mir gelernt, sagte der liebe Gott schmunzelnd. Sollte es vielleicht doch ein Schutzengel sein, fragte ich. Was hat er denn an? Er sieht ein bisschen ärmlich bis verwahrlost aus, trägt meist einen dunklen zerbeulten Hut, einen ziemlich langen Mantel, hat aber keine Flügel. Und wenn er den Hut absetzt, sieht man sein langes, volles, dunkelblondes Haar. Das ist Michael oder Raphael, sagte der liebe Gott. Nee, sagte ich, Michael wohnt doch bei uns am Ende der Straße und Raphael ist doch der Luftikus unter den Engeln. Mein Leibwächter, sagte ich, wohnt manchmal in einem alten, leerstehenden Haus. Und er hat einen Hund, einen Mischling, einen Schäfer-Labrador. Und gehe ich in ein Menschengewühl, dann dauert es nicht lange und der Hund ist an meiner Seite. Und ich weiß, mein Leibwächter ist mir auf den Fersen. Neulich hat er mir die Hand auf die Schulter gelegt und richtig verlegen gesagt: Fürchtet euch nicht. Und ich war nicht weniger verlegen. Es muss ein ganz neuer Engel sein, sagte der liebe Gott. Und er hat keine Flügel, sagst du? Jedenfalls nicht, wenn ich ihn sehe. Neulich, als ich über zwei Treppenstufen beinahe bös gestolpert wäre, ich sehe zurzeit nicht gut, hat er mich beim Runtergehen am Mantelkragen festgehalten und nur nichts für ungut gesagt. Das hat er auch bei mir gelernt, sagte der liebe Gott. Wenn ich nur wüsste, wer dieser Bursche ist. Allerdings, sagte ich, jetzt an Weihnachten oder so um Weihnachten herum, davor und danach, ist nichts von ihm zu sehen. Auch der Hund nicht. Auch wo er manchmal wohnt, brennt kein Licht, ist nichts zu hören und zu sehen. Ich denke oft, er ist in dieser Zeit vielleicht in der Nähe von Bethlehem. Mit Flügeln natürlich. Die himmlischen Heerscharen brauchen ja sicher auch mal Nachwuchs und verkündet dort mit den anderen Engeln die große Freude. Und während die anderen zum Himmel zurückfliegen, kommt er auf die Erde und dort beschäftigst du ihn als Schutzengel, damit wir gut behütet bleiben. Der liebe Gott guckte zum Fenster raus und sagte mit dem süffisantesten Lächeln, das ich je gesehen hatte: Das hat was. Ich gehe jetzt nach Hause, sagte der liebe Gott, und er meinte den Himmel.
und werde mit Petrus ein Stück Christstollen essen. Und werde ihn fragen, wer denn dieser ehrenamtliche Landstreicher sei, den er ohne mein Wissen Flügel verliehen habe. Bin gespannt, was Petrus für ein Gesicht macht und was er wieder für eine Ausrede parat hat, ehe der Hahn dreimal kräht. Frohes Fest, sagte der liebe Gott, augenzwinkernd, und verschwand wie immer schlagartig. Und ich sagte frei nach Luther, hier stehe ich, ich kann's nicht ändern. Und wie ich zur Bistrotür schaue, sehe ich den Hund hereinkommen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Weg und Ziel. Sie laufen und rennen und hasten und haben noch im Ohr, was ihnen der Engel verheißen. Die Verheißung brennt ihnen im Herzen. Es gibt keine andere Wahl. Sie wollen sehen und staunen. Der Heiland ist geboren in der Stadt Davids. Das Kind in der Krippe, sie werden es finden. Maria und Josef, sie werden es suchen. Sie laufen und rennen und hasten über Felder, über Wege und Umwege, stolpern über Gräben, stoßen sich an Steinen. An Zäunen zerreißen sie ihre Kutten. Nichts kann sie aufhalten. Die Geburt ist ein Glücksfall, das pulst in den Adern, macht sie leicht, die Hindernisse unter die Füße zu nehmen.
Sie laufen und rennen und hasten, als hätten sie Flügel, wie von einem Magneten angezogen, zieht es sie nach Bethlehem zur Krippe. Wenn aber der Stern in der Nacht nicht so gestrahlt, wenn der Schweif aus Goldstaub ihnen den Weg am Himmel nicht gebahnt, sie hätten das Kind nicht gefunden. Zeigst dich als Retter in der Not. Du kommst zur Welt, in jedem Kind, in jedem neuen Leben, das heute bedroht. Du hältst zu uns, wenn uns der Hass den Atem nimmt. Du hältst dein Wort, erbarmst dich aller. Unser Herz in deine Hand. Du gehst uns auf im ersten Schritt, den wir zu anderen gehen, entdecken wir Land. Thank you.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Umkehr. Wie ein Lauffeuer geht es von Mund zu Mund. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Unter dem Schutz des Engels preisen sie Gott, loben ihn für seine Geschichte mit uns Menschen. Die Begeisterung der Engel weitet ihnen Herz und Sinn. Aus den einfachen Hirten werden Boten des Friedens, die Künder der neuen Zeit, die Überbringer der guten Nachricht. Jesus kommt, mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge, mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt, alles wird gut, schmücke dein Gesicht, schmücke dein Haus und deinen Garten. Sie kehren um, singen und sagen, erzählen es jung und alt. Den Eseln erzählen sie die Geschichte und mit wachen Ohren hören sie von ihrer tragenden Rolle im Leben Jesu. Die Hirten werden nicht müde von Engeln, vom Stall und der Krippe, vom Ochs und Esel zu künden, vom Kind und von Maria und Josef, von Traum und Wirklichkeit erzählen sie. Und wie der Himmel durchlässig wird für alle Kreaturen. Ganz unscheinbar zur Welt, zur Nacht im Stall auf freiem Feld, bei Menschen, die nach Sternen schauen, die einem Engel blind vertrauen. Gott fängt im Menschen an. Überall, wo wir verstehen, dass Gott am Rand der Welt beginnt, ein Anfang, der kein Ende nimmt. Gott fängt ganz unten an. Gott fängt ganz unten an. Gott fängt im Menschen an. Gott fängt von vorne an, Gott steht uns Menschen bei. Gott fängt ganz unten an, Gott fängt im Menschen an. Gott fängt von vorne an, Gott steht den Menschen bei. In dieser Nacht spricht es sich rund, Wut, Krieg und Hass sind ohne Grund, weil sie am Ende endlich sind und nur im Kind das Glück beginnt. Gott fängt von vorne an. In jede Nacht, die um uns ist, bringt Gott sein menschlich helles Licht. Es trägt uns durch die Finsternis. An jedem Morgen wird gewiss. Gott steht uns Menschen bei. Gott fängt ganz
ganz unten an. Gott fängt im Menschen an. Gott fängt von vorne an. Gott steht uns Menschen bei. Gott fängt ganz unten an. Gott fängt im Menschen an. Gott fängt von vorne an. Gott steht den Menschen bei. Wir bitten Gott, den Allmächtigen, er möge uns behilflich sein, dass wir Weihnachten nicht wie Karneval feiern, dass wir das Wunder von Bethlehem nicht mit einem Musical plus Domführung plus Reeperbahn plus Hafenrundfahrt und reinen Flammen verwechseln, sondern dass wir die Stille und das Heilige nicht nur in der Nacht neu entdecken. Unser kleines und endliches Sein spüren, aber mit Jesus Christus gleichsam neu auf die Welt kommen, auch wenn wir schon betagt sind. Große Freude ist uns verkündet worden, soll in uns leben, Erbarmen und Zuversicht werden, uns begleiten. Christus ist unter uns, urjung und uralt, Freiheit und Erlösung als Geschenk. Möge Gott, der Herr, unser Vater, unseren Dank annehmen und unsere Bitten erhören. Wir sind alle seine Kinder und freuen uns auf jede Zeit, ob Tageszeit, ob Jahreszeit, auf jede Zeit mit Jesus Christus. Amen. Sei vor dir, dass du auf dem besten Wege bist. Gott sei hinter dir, um dich zu bewahren in der Not. Gott sei über dir, um dich zu segnen. Um dich zu segnen, sei Gott über dir. Thank you.
Vielen Dank. Vielen Dank euch und Ihnen. Heute Abend hier im Domforum. Schön und gut hier nach ziemlich genau anderthalb Jahren plus einen Monat wieder zu Gast sein zu dürfen. Dankeschön an das Team des Domforums. Wer hier und hier und da mitgemacht hat, brauche ich jetzt nicht zu sagen, die Programmzettel verraten das. Da bitte nochmal nachgucken, wer mitgetan hat. Am Ausgang heute nicht, sondern da vorne bei der Bea gibt es CDs, Noten, mehr ist schon angeklungen, Infomaterial, herzliche Einladung, da vorbeizuschauen und vielleicht noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für liebe Menschen mitzunehmen. Wer heute Abend nicht so viel Geld dabei hat, wir haben eine Homepage, ruhama.de, da gibt es ein Gästebuch, Rückmeldungen, Kritik, sehr kritisch oder ein bisschen weniger kritisch und dafür mehr freundlich. Herzlich gerne, da freuen wir uns sehr drüber, das ist dann für alle nachzulesen. Außerdem gibt es da auch eine Möglichkeit, wer kein Geld dabei hat, heute Abend was zu bestellen. Das wird noch auf jeden Fall vor Weihnachten ausgeliefert, fest versprochen. Nächste Beatmesse in der Johanneskirche in Köln-Klettenberg am 29. März. Herzliche Einladung, da vorbeizukommen. Zum musikalischen Ausklang noch ein Lied. Du bist ein Teil von dieser Erde. Und wer möchte als gemeinsames Schlusslied dann, herzliche Einladung zum Mitsingen. Keinen Tag soll es geben. In diesem Sinne, wunderschön, ne? In diesem Sinne, guten Abend, gute Nacht, eine gesegnete Adventszeit. Weihnachten steht vor der Tür und auf ein gutes Wiedersehen hier oder da. Dankeschön. Der mit mir Wege geht. Und
der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, wer mir die Hoffnung stärkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärkt. Wer mir das Leben schenkt und der